Die letzte Generation auf den Bauernprotesten. Warum seid ihr hier? Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe auf mein Schild geschrieben: Kleinbauern unterstützen, Agrarwende jetzt. Und ich bin hier, weil ich halt sehe, dass die Klimakrise vor allem auch ja die Menschen in der Landwirtschaft jetzt schon trifft. Und dass jetzt, wenn ich jetzt sehe, dass halt auch die Kosten in erster Linie auf die abgewälzt werden sollen, kann ich verstehen, dass hier protestiert wird. Ich bin hergekommen, mit den Leuten das Gespräch zu suchen, weil ich halt glaube, wir müssen die Leute damit unterstützen bei der Agrarwende. Und das ist gerade der falsche Weg, wie es passiert. Deswegen sind wir hier. Und was hast du für eine Resonanz erfahren hier auf der Demo? Auf jeden Fall gemischt. Also die meisten Leute waren erst überrascht, dass wir hier waren. Und dann gab es viele Leute, die auch durchaus kritisch waren. Und ja, dann muss man natürlich das Gespräch suchen. Gibt es da Probleme oder wo sind die Widersprüche vielleicht? Also ich glaube, vielen ist einfach nicht klar, dass wir wollen, dass Bauern mehr Geld bekommen, dass sie für ihre Arbeit gewertschätzt werden, dass das nicht rübergekommen ist in einigen unserer Protestaktionen. Und da war einiges an Unverständnis und da mussten wir dann drüber reden. So. Verbindend ist jetzt natürlich, dass auch Autobahnen blockiert werden von den Menschen hier. Ja, stimmt. Es sind ja auch ähnliche Protestformen. Ne? Also auch eine Fähre wurde blockiert. Ja, genau das, wobei ich mich davon sagen würde, das war ganz anders, weil das war gegen eine Privatperson nach dem Urlaub, zwar gewalttätig und wir sind ja friedlich, aber wenn wir jetzt sehen, dass Autobahnauffahrten blockiert werden, dann sagen wir, na klar, so müsst ihr irgendwie auf euch aufmerksam machen. Ja. Nur, dass sie Traktoren haben. Ja. Was? Oder Pferdemist oder sowas. Ne? Genau. Ja, hast du noch einen Gruß? Sollten das jetzt die Bauern sehen an die Bauern? Ich würde sagen, such das Gespräch mit uns. Wir haben viel Erfahrung darin, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wir sind dafür, dass ihr mehr Geld bekommt, dass die Arbeit wertgeschätzt wird, die ihr macht, weil sie wichtig ist. Weil wir hier jetzt in Deutschland die Lebensmittel anbauen müssen, um Ernährungssicherheit zu erzeugen, dass das unglaublich wichtig ist. Und dass Klimaschutz für die Landwirtschaft ist und nicht gegen, wie es jetzt gerade von rechten Medien immer so gesagt wird. Ja, vielen Dank. Doch, mein Kanal heißt Krieg oder Frieden. Auch an dich die Frage, Krieg oder Frieden? Natürlich Frieden. Vielen Dank. Achso, warst du hier eigentlich dabei, als das Brandenburger Tor bespritzt wurde? Ich war nicht dabei, aber ich habe einen Tag vorher, wir hatten eigentlich noch ein ganz großes Banner, ja, wo halt die Message drauf stand, das habe ich am Tag davor mitgemalt. Ah, okay, okay. Und wie viele seid ihr so in Berlin, wenn ich das fragen darf? Kannst auch. Unterschiedlich, ne? Also wenn wir hier starke Proteste haben, mehrere hundert, mal mehr als 1000. Jetzt gerade sind wir wieder in ganz Deutschland aktiv, da eher ein paar hundert. Okay, cool. Vielen herzlichen Dank und euch noch eine schöne Woche. Danke, ja. Danke.